Herzlich willkommen zu FM, wieder immer noch besten Kanal, Freunde. Wir müssen ein bisschen leiser reden, weil wir hier eigentlich nicht drehen dürfen. Wir sind wieder unterwegs. Heute geht es um viel Geld. Hier seht ihr den Kontostand eingeblendet, wie viel gerade wer bezahlen muss. Und heute bin ich sehr gespannt, was passiert, Freunde. Das machen wir. Freunde, ihr wisst natürlich, wo wir sind. Wir sind hier in einem Geschäft unserer Wahl. Wir müssen Burger machen und der beste Burger heute, also den wir dann meinen Vater präsentieren, also er sagt dann zwischen diesen drei Burgern, jo, das ist der beste, derjenige muss nichts bezahlen. Die andere, und dann er muss halt das ranken. Ja. Und ihr versteht schon, der eine muss 2,5, der andere 7,5 bezahlen. Freunde, der beste Burger wird gewinnen. Wir werden jetzt erstmal getrennt unsere Utensilien kaufen und dann und in die Küche brutzeln. Es soll nicht so ein normaler Burger sein, sondern jeder muss, keine Ahnung, so ein Special-Ding da rein. Du kannst es machen, wie du willst. Ja. Siehst du am Ende ja, ob das überzeugt oder nicht. Okay, Freunde, meine Bulette habe ich schon gefunden. Damit kriege ich den Kalle überzeugt. Meine Soße habe ich auch schon gefunden. Das wird Kalle, glaube ich, als Soße echt feiern. So, Freunde, ich kapsel mich jetzt ab und werde meine geheimen Zutaten sammeln. Verrat keine geheimen Zutaten. Denkt ihr, ihr seid krass? Keine geheimen Zutaten werden verraten. Ich habe auf jeden Fall eine, die jeden fängt. Zeig mal. Nö. Zeig doch mal. Nö. Kalle? Ja? Pass auf, weißt du überhaupt, was wir vorhaben jetzt? Nee. Wir werden dich bekochen. Was jeder von uns macht einen Burger für dich. Und du musst bewerten, welcher der beste ist. Du weißt aber nicht von wem. Okay. Welcher ist. Hast du irgendwelche Allergien, irgendwas? Tomate, nee. Magst du irgendwas? Ja, Tomaten mag ich nicht. Echt? Genau. Ja. Okay, das müssen wir da berücksichtigen. Ohne Tomaten. Ne? Okay, dann. Ist egal. Genug Fleisch muss raus sein. Dann würde ich dich bitten, mal hier irgendwie den Raum zu verlassen. Und gleich kannst du dann hier, ne, schön essen. Es geht los, Freunde. Wir sind in der Küche. Wir brauchen natürlich das Stativ. Wir werden alle gleichzeitig kochen. 20 Minuten. Machen wir 20 Minuten? Ich würde sagen 10, damit es schwieriger ist. Ja, aber du musst ja. Nee, 20, das muss ja auch. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht so lange. Stell mal einen Timer, Freunde, dass hier auch nicht geschummelt wird. Let's go. Okay, hier sieht man schon mal. Hier werden auf jeden Fall ganz unterschiedliche Sachen rauskommen. Das ist meiner, die Grundbasis. Guck euch das mal an, wie fett die ist. Janos Meier. Das Geräusch. Das eine Bulette da. Ja. Ah, ich höre so ein Piepen. Was ist das? Ah, das ist der Herd. Mach mal runter bei euch. Hey, hier stimmt irgendwas nicht. Ich brauche die Power. Hallo? Hallo? Ja. Licht kostet extra, aber. Entschuldigung. Super, danke dir, ne? Ciao. Oh, nicht so schöne Stücke, finde ich, aber gut. Okay, Leute, Bulette ist schon mal fertig. Da kommt jetzt der Käse drauf. Hier kommen noch ein paar Geheimzutaten drauf. Ich mache hier noch so eine Schicht oben drauf. Das wird so ein Big Mac. Nice, genau. So, du hast schwere Geräte. So, ich habe mir mal überlegt, ich habe hier Vollkorn-Buns genommen. Packen wir mal hier drauf. Mal schauen, ob das was wird. Freunde, schaut mal, was ich für ein Sportsmann bin. Den Ketchup da, den habe ich gekauft. Den hier? Ja. Aber du darfst ihn benutzen. Oha. Krass, oder? In so einer Challenge finde ich das schon überwältigend. Ich glaube, der wird komplett sick. Schön die Chipotle draufgeklatscht hier. Da macht's bam, bam, bam. Oh, 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 hier, ne? Wie viel? 6 Minuten 57 Sekunden. Okay, mal gucken, ob das jetzt was wird hier, ja? Sieht man das? So. Geht's auch um Servieren oder geht's nur um den Burger? Nur um Burger, ne? Es geht um drei Punkte. Okay, ich bin ready. Hier ist meiner. Bist du schon komplett fertig? Es ist ein Chicken Crispy Burger, ja. Ja, okay. Schaut mal, ich habe hier so Chips reingemacht. Ja, da muss eigentlich... Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Du nimmst meinen, Jengis, und gibst den Kalle, damit er nicht weiß. Und dann machen wir dann. Okay. Yeah. Machst den kaputt. Jetzt kommt die Geheimwaffe. Das kommt nicht da drauf.
Sondern ein Dip oder was? Naja, ob das jetzt gerade besser wird, weiß ich nicht. Meinst du? Deine Sache, denk an die Elde. Bist du ready? Jetzt kommt die Werbung. Hey, du. Ja? Fühlst du dich auch so allein? Ja. Und hättest du gern echte Freunde? Ja. Naja, ich hab die Lösung für dich. Was denn? Hol dir jetzt ein Tourticket für die Affenbanden-Tour 2 von Ape Crime. Und all deine Probleme sind gelöst. Das war die Werbung. Okay, komm, nimm mal meinen. Ja, okay. Und sag nicht, von wem der ist. Okay, Baba, also es gibt 3 Punkte, die du verteilen kannst. Einmal das Aussehen des Burgers. Okay. Ob der gut aussieht, da gibst du dann einen Punkt. Dann der Geschmack. Von 1 bis 10, oder? Nee, ein Punkt einfach. Ein Punkt? Ja, wie? Also wenn du denkst, der... Ja doch, hast recht. 1 bis 10. Ja, das schreiben wir uns dann auf. Der dritte Punkt ist Handhabung. Also ob der sich gut anfassen lässt. Okay. Okay, fangen wir erstmal an mit der Optik, oder? Genau, wie sieht der aus? Was von 1 bis 10. Von 1 bis 10? Ja, also jetzt nur den Burger, nicht die Servierung, also dieser Teller oder so. Nee, also ist der nur Teller, der Burger. Nur der Burger. Nur der Burger. Habe ich schon verstanden. Ja, so eine 8. Oha. Sieht gut aus. Voilà. Schwör, Alter. Okay, dann würde ich sagen, die Handhabung, oder? 8. Weil, achso, ja. Keuchhusten ist back, Freunde. Wer kennt noch Keuchhusten? Oh Mann! Also die Handhabung ist ganz normal. Und wie ist das Handling? Ne? Ja, ist okay. Wie viele Punkte wird er geben? Wieder 1 bis 10? Ja. Ja, auch. Oh, Jan, die Zeit ist zu Ende. 7? 7. Ja, okay. Bist du fertig, Jan? Ja. Okay. Weil das Brot noch ein bisschen hart. 7 Punkte? Okay, 7 Punkte. 7 Punkte. Ah, okay. Jetzt testen wir mal hier das Wichtigste, der Geschmack. Oh, da haut er aber rein hier. Da darfst du auch reinbeißen, wie du willst, Robo. Oh, da, oh, shit. 6. 6? 6 von 10? Okay. Ja. Wie viel hast du dann? 21. Ja, der den Burger gemacht hat, hat 21, das stimmt. Oh, ja, stimmt. Also ich. Also so krass ist der Burger jetzt nicht. Okay. Ist ja ein Hähnchen. Dann bin ich den nächsten Burger. Beleidigung. Okay, wir machen weiter. Okay. Nee. Ja, doch. Das ist richtig? Ja. Okay, der nächste Burger ist dran, Leute. Wir nehmen den hier. Der gehört. Das ist so ein Burger, den man überall kaufen kann. Ja. Keiner weiß hier, von wem das ist. Okay. Aber hier stand mit auf dem Rezept, das hier muss dabei aufgesetzt werden. Also das ist für den, der das isst, weißt du? Das gibt aber keine Probleme. Nee, das stand nur so bei dem Rezept dabei. Ich würde da eher Minuspunkte geben, weil das so assig das ist, das hat oder? Keine Relevanz. Zu kitschig. Oh, okay. Das gefällt ihm nicht. Okay, schlecht. Okay. Nee. Die Optik. Die Optik ist okay. Also, 7. Okay. Eine 7 haben wir hier. Okay. Mhm. Das Handling, ja? Kannst du diese Nadel da oben abnehmen? Ja, die esse ich sowieso nicht. Oh, was? Das ist ja ekelhaft. Da würde ich direkt aber ein paar Punkte abziehen. Wie viel ist in der Handhabung? Wie hält der sich in der Hand? Der ist zu weich. Denk auch an da. 5. Oh, aua! Das ist mir zu weich. Also 7 und 5. Okay. Oh, shit. Oh. Und jetzt der Geschmackstest. Oh. Nur noch der Geschmack kann das retten. Ja. Oh, fuck. Ja. Oh mein Gott. Was? Ja. Hä, was ist das? Darin? Ja. Oh mein Gott. Wir fallen hier gerade mal weg. Was? Das schmeckt daran nicht. Was war denn? Nicht. Das schmeckt überhaupt nicht. Das Fleisch ist zu dick, man kann gar nicht reinbeißen. Oh mein Gott. Oh, das ist wie so ein Gummiball. Echt? Ohne Scheiß. Wie viele Punkte kriegt der Unfall? Ein Punkt. Oh! Fuck! Oh shit. Okay. Das kann man überhaupt nicht essen. Oh mein Gott, wir ziehen uns kurz zurück hier. Alles fließt da raus. Okay, let's go. Oh. Oh fuck. Okay, Baba. Wie sieht der denn für dich aus? Der sieht schon mal wie so ein Whopper-Burger aus. Ne? Big Mac, ne? Big Mac verarsche. Ja, so 10 Punkte. Wow. Sieht schon lecker aus. Ei. Muss ich aber, ist
muss ich sagen, auch Bock drauf, ja. Handlich, ja. Kann man schon reinbeißen, denke ich mal. Wie viele Punkte? Was sagst du? Ja, so 7. Lecker. Jetzt schauen wir mal, ob der dir schmeckt. 17 Punkte schon mal. Zweiter Biss ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Besser als ausspucken. Was meinst du? 9. Oh. Okay, Kalle. Den mag ich. Sehr stark. Oh, da haut er rein. Okay, Baba. Sollen wir dir sagen, von wem? Nee, raten. Von wem welcher Burger ist? Was denkst du, wem gehört dieser Burger? Also, das von André, das weiß ich. Der da? Der da? Das ist richtig, ja. Das von dir? Okay. Dieser Unfall? Okay, dann sagen wir mal, das ist alles falsch, was du gesagt hast. Echt? Das ist der von André? Nee, ich dachte, er hat doch den gezeigt. Nee, er hat was dachtest gezeigt. Du? Die, ach so! Das dachte ich. Hey, krass. Das ist der von André. Das ist der von Jan. Und das von dir. Ja. Ach, geil. Okay, das heißt. Der war von? Von mir. Oh, warte mal. Ich hab gerade voll vergessen. Hä? Ich muss ja nichts bezahlen. Ja. Ich hab das gerade voll fetch. Das gibt ja nicht. Ich wollte ja gerade auf. Ich wollte gerade sagen. Hä? Oh mein Gott. Fuck. Also ich bin Letzter, ne? Ja, du hast verloren. Du musst 7.500 bezahlen. Ja, Alter, du musst schon zum zweiten Mal. Ja, zum zweiten Mal. Zweieinhalb. Ja, aber zweieinhalb muss ich. Ja. Alter, da müsst ihr ja komplett gebummt. Freunde, hier ist der Punktestand gerade. Ihr wisst es, es geht hoch bis 100.000 und dann wird um 100.000 gespielt. Du bist verantwortlich dafür, dass ich pleite bin. Kalle, schau mal, womit Jengis dich eigentlich überzeugen wollte. Echt? Da drinne? Guck, du hättest das abmachen können und das drauf machen können. Da hat André gesagt, ich finde das voll eklig. Naja, das passt nicht. Das ist aber schon eklig. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Shit, Freunde, guck, wie ich geholfen habe heute. Unglaublich. Okay, Leute, denkt dran, Finale geht es um das gesamte Geld. Heute um 18 Uhr auf ApeCrime geht ihr rüber. Eine neue Folge André vs. Jengis ist am Start. Ansonsten, Leute, wenn es mit YouTube mal nicht klappen sollte, dann wisst ihr, ich mache einen Burgerladen auf. Kommt da vorbei. Welchen Burger hättet ihr denn am liebsten gegessen? Ja, votet genau. Mal. Jetzt kommt ihr in Voting, Freunde. Oder schreibt es in die Kommentare. Ciao, ihr Kleinen.